Ein herzliches Hallo. Kennst du das? Hast du dich auch schon mal gefragt, Mann, das müsste doch irgendwie anders gehen? Das geht mir sehr, sehr oft so, weil es einfach so viele Dinge gibt, die meiner Meinung nach nicht so richtig rundlaufen und die uns den Alltag auch erschweren und dies manchmal so ein bisschen schwierig machen, in einer guten, hochschwingenden Frequenz zu bleiben. Und ich möchte einfach genau diese Dinge mit dir teilen und möchte vor allen Dingen dir Impulse geben, wie es denn anders gehen könnte. Und mir fallen da immer öfter Dinge auf. Wir sind ja jetzt im August, also jetzt im Sommer, nach Dänemark ausgewandert. Ich bin mit meinen 4 Töchtern, meinem Ehemann, unseren 6 Haustieren, sind wir nach Dänemark ausgewandert. Und da fallen mir viele Dinge noch stärker ins Auge, die hier einfach anders sind. Und ich glaube sowieso, dass wenn wir etwas Neues kreieren wollen, und das wird sich nicht vermeiden lassen. Dir ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass es im Außen ziemlich knirscht und knackt und viele Menschen jetzt, vielleicht ja auch du, in so einer Starre gefangen sind, dass man nicht weiß, Mensch, wie wird es weitergehen? Das sind auch Zukunftsängste, die man dann vielleicht hat. Vielleicht fühlst du dich auch nicht so richtig wohl in deiner Haut, in deinem Job, in deinem Umfeld. Und wir haben so alle, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, Mensch, da bricht was zusammen oder da fällt etwas in sich zusammen im Außen. Und es braucht ja auch dann, nachdem etwas zusammengefallen ist, etwas Neues. Und ich glaube sehr daran, dass wir das nur aktiv kreieren können, dass wir das aktiv gestalten dürfen. Und deshalb möchte ich dir einfach immer wieder Impulse geben, wie könnte man Dinge denn anders gestalten? Und was ich dir heute mitgebracht habe, ist ein, finde ich, sehr, sehr schönes Beispiel, wie es eben auch anders gehen kann. Und zwar hat das mit einer Papiertüte zu tun. Wir sind ja nun hier in Dänemark, wie gesagt, mit der Familie und auch mit unseren Haustieren. Wir haben 2 Hunde, 2 Katzen, wir haben ein Pferd und wir haben neuerdings sogar jetzt auch 2 Laufenten. Und jetzt ist es so, ein Tier wird auch mal krank und wir hatten ein bisschen das Pech, dass jetzt schon, also sonst sind es eigentlich die Hunde gewesen, wenn das die mal was hatten, wenn was war, aber jetzt waren es tatsächlich die Katzen, die bisher eigentlich sehr robust und sehr stabil waren. Und die eine Katze hat was mit dem Zahn gehabt, da musste der Zahn rausoperiert werden. Die andere Katze hat was mit ihrer Pfote gehabt, wo wir dachten, naja, ist sie vielleicht gebissen worden oder hat sie sich da irgendwie verletzt. Es hat sich rausgestellt, nachdem die Pfote nicht heilen wollte bei der Katze, das ist unsere Katze Fifi, dass sich da etwas gebildet hat im Zeh, wo sie noch nicht genau wissen, was es ist. Es ist irgendwie die gleiche Substanz wie Knochen, aber auf jeden Fall hat das eine Entzündung ausgelöst im Zeh und es blieb uns jetzt nach längerer Zeit nichts anderes übrig, als den Zeh amputieren zu lassen. Und wenn du auch Tiere hast, dann weißt du vielleicht, dass man ja schon, wenn man mit einem Tier zum Tierarzt geht, immer erst dann hingeht, wenn wirklich was ist. Nicht einfach mal so zum Spaß, sage ich mal. Und man hängt an diesen Tieren. Man ist verbunden mit den Tieren. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Man kann ja jetzt zumindest mit der Sprache nicht unbedingt mit dem Tier direkt kommunizieren, ihm gleich erklären, was ist. Und es ist einfach immer so ein bisschen emotional aufwühlend mit einem Tier beim Tierarzt. Gerade wenn das Tier vielleicht auch noch operiert wird. So, und jetzt kommt diese Tüte ins Spiel. Die Tierärzte hier, das ist auch so eine Tierklinik, da wo wir leben, die sind unglaublich professionell und
dabei aber sehr, sehr liebevoll. Und wir haben für unsere Katze Schmerzmittel bekommen, dass sie nach der OP eben mit dem Schmerzmittel versorgt werden kann, weil sie natürlich gerade am Anfang schon starke Schmerzen hat. Und diese Schmerzmittel haben wir in dieser Papiertüte bekommen. Und jetzt zeige ich euch mal, was den Unterschied macht. Das ist kein Vordruck. Die Taschen werden von den Mitarbeiterinnen so bemalt und es kommt der Name der Katze oder des Hundes unten drauf. Und wenn du so eine Tasche in die Hand gedrückt bekommst, nachdem deine Katze oder dein Hund eine OP hatte oder eben ein Medikament braucht, dann zaubert dir das als Besitzer, trotz aller vielleicht emotionaler Schwierigkeiten gerade, ein Lächeln aufs Gesicht. Es ist einfach eine unglaublich herzliche Geste. Das macht den Unterschied. Ich kann eine Packung Schmerzmittel auf den Tisch knallen und sagen, hier, ja, 200 Kronen. Ich kann aber auch das Schmerzmittel in so einer Tüte überreichen. Und überleg mal, wo kannst du in deinem Alltag einen Unterschied machen? Etwas, was du sowieso machst, vielleicht so gestalten, dass es jemand anders wirklich ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Oder einfach auch diese Herz-zu-Herz-Verbindung herstellt. Weil ich glaube, das ist was, was wir alle sehr, sehr gut gebrauchen können. Diese Herz-zu-Herz-Verbindung. Es ist vieles so technisiert geworden. Ja, wir haben ja viel Digitalisierung, KI, was uns ja sicherlich Prozesse erleichtert, vielleicht auch das Leben in der einen oder anderen Situation angenehmer machen kann. Aber was nährt denn wirklich uns und unsere Seele? Das sind die Herz-zu-Herz-Verbindungen. Und wo kannst du einen Unterschied machen? Versuch doch mal jeden Tag so einen Unterschied zu machen. Es sei, und das geht ja ganz einfach. Ich meine, das ist wirklich was, ja, das ist ein bisschen aufwendiger, aber ein Lächeln jemandem schenken oder ihm sagen, dass er irgendwas besonders toll gemacht hat. Wenn dir was auffällt, was jemand vielleicht gut macht oder wenn dir auffällt, jemand hat was Schönes an, was dir gefällt oder du kannst eine Tür aufhalten oder du kannst jemandem behilflich sein. Mach das doch mal jeden Tag einmal, ganz bewusst, einfach um Herz-zu-Herz-Verbindungen herzustellen. Immer wenn ich unterwegs bin und ich dadurch, dass ich eben auch als Referentin unterwegs bin, komme ich schon etwas herum. Es gibt mittlerweile so viele Menschen, die so grau im Gesicht geworden sind, die so funktionieren, wo ich fast das Gefühl habe, dass das Leben immer mehr aus dem Körper weicht. Lasst uns das aufhalten. Das muss auch anders gehen. Schenke einfach jeden Tag jemandem einen kleinen Herzmoment. Sorg dafür, dass du einmal am Tag das Herz von jemandem berührst. Wenn wir das alle machen, dann gibt es ein unglaubliches Strahlen und Leuchten. Ich freue mich, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen.